Im Leben ist viel, viel Wunderbares. Da hat man oftmals das Gefühl, als müsste man ganz still und fromm dazwischen sitzen und den Atem anhalten, auf dass es nicht entfleucht. Der Satz stammt von der deutschen Expressionistin Paula Modersohn-Becker. Ihre Lebensgeschichte ist vor wenigen Tagen als Film in die Kinos gekommen. Das Zitat passt in die weihnachtlichen Tage, in denen wir still werden, das Wunderbare betrachten, die Menschwerdung Gottes, das Wunder in der Krippe. Auch an unserer Universität halten wir mal den Atem an, machen Pause vom Alltagsstress. Wir werden die Universität sogar einige Tage zuschließen, den Betrieb bis zum Jahresbeginn einstellen. Wir brauchen solche Unterbrechungen zur Erholung und um zurückzuschauen. Es war ein sehr ereignisreiches Jahr an unserer Universität. Rund um den Dies Academicus haben uns viele Menschen gesagt, dass sie spüren, an der katholischen Universität herrscht eine große Aufbruchsstimmung. Ja, es stimmt. An der KU ist einiges in Bewegung gekommen. Es gibt nicht nur eine neue Hochschulleitung, wir spüren eine neue Dynamik bei der Anbahnung und Durchführung von Forschungsprojekten. Wir arbeiten an neuen Lehr- und Lernformaten, an einem Studium mit Mehrwert, an einer noch intensiveren Betreuung der Studierenden. Wir knüpfen neue Kontakte zu anderen Hochschulen im In- und Ausland. Daran und an vielen anderen Projekten haben viele mitgewirkt. Ich danke allen Angehörigen der Universität, die das Leben an der KU tatkräftig mitgestaltet haben. Den Kolleginnen und Kollegen in der Lehre und der Forschung, dem wissenschaftsunterstützenden Personal, das meist im Hintergrund für ein Funktionieren der Universität sorgt, den Studierenden, die sich überdurchschnittlich engagieren. Darauf dürfen wir als Universität zu Recht stolz sein. Den Mitgliedern in den universitären Gremien, die konstruktiv zusammengearbeitet haben. Gemeinsam haben wir in diesem Jahr viel Wunderbares geschaffen. Ich freue mich, wenn wir 2017 daran anknüpfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.